Sebastian Kurz hat die konservative ÖVP gründlich aufgemöbelt und gilt als Wonderboy der Nationalratswahl in Österreich. Er könnte mit 31 Jahren der jüngste Kanzler der Alpenrepublik werden. Kurz steht für einen harten Kurs in der Flüchtlingsfrage. Doch einige Experten stellen die Umfrageergebnisse in Frage und sagen, SPÖ-Kanzler Christian Kern könnte besser abschneiden als im Vorfeld vorausgesagt. Der Späteinsteiger in die Politik beteuerte, von der Schmutzkampagne seiner Partei nichts gewusst zu haben. Mit Zugewinnen kann die rechtsextreme FPÖ von Heinz-Christian Strache rechnen. Der 48-Jährige hat im Wahlkampf beklagt, dass die ÖVP unter Kurz viele Argumente der FPÖ abgekupfert habe. Vermutlich wird Straches Partei in der kommenden Regierung als Koalitionspartner vertreten sein, denn an der FPÖ wird kaum ein Weg vorbeiführen. Die letzten Wahllokale in Österreich sollten um 17 Uhr schließen.